Auch die Kleinsten werden für solche Tests herangezogen, manche, so die Beweise unseres Reporters, sogar ohne ihr Wissen. Immer wieder kommt es zu tödlichen Zwischenfällen und schweren gesundheitlichen Schäden. Ein Skandal, der nach unserer Berichterstattung selbst die Bundesregierung beschäftigt hat. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, wollten wir wissen, was hat sich verändert? Ob alt oder jung. Sie werden offenbar unfreiwillig zu Testpersonen von korrupten Ärzten. Ohne ihr Wissen, so belegen Dokumente der indischen Regierung, werden neue Medikamente an ihnen ausprobiert. Und auch deutsche Pharmaunternehmen nutzen Indien als Versuchslabor. Medikamententests sind generell gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Präparat neu auf den Markt kommt. Die Erprobung an Menschen im Ausland durchzuführen, ist nicht illegal. Dr. Annan Ray findet aber immer wieder Beweise, dass solche Tests ohne Wissen der Patienten passieren und teilweise verheerende gesundheitliche Folgen für die Probanden haben. Auftraggeber sind auch deutsche Firmen. In einem Polizeibericht wird deutlich, wie viel Geld die Ärzte für ihre Medikamententests erhalten. Der Arzt, der den kleinen Narisch impfte, ist auch in der Liste aufgeführt. Sie können hier den Namen von Dr. Herman Jain lesen. Es gibt um die 25 Protokolle von verschiedenen Medikamententests, die von ihm durchgeführt worden sind. 2500 Kinder waren Testpersonen. Er hat dafür 17 Millionen indische Rupies von den Pharmaunternehmen erhalten. Das ist gegen das Gesetz. Er sollte eigentlich hinter Gitter, denn er ist Angestellter im öffentlichen Dienst, also Beamter. Er arbeitet für den Staat? Ja, er arbeitet für die Regierung. Er ist Beamter und er hat Geld von Pharmaunternehmen genommen. Arbeitet er nun für die Regierung oder für die Pharmaindustrie? Gesetze werden gebrochen. Doch das lohnt sich. 17 Millionen Rupies, das sind fast 250.000 Euro. Eine riesige Summe für indische Verhältnisse. Ein deutsches Pharmaunternehmen hat bereits 5-mal in der Vergangenheit bei Todesfällen Entschädigungen gezahlt. Knapp 250.000 Rupies, also 3.700 Euro, erhielten die indischen Hinterbliebenen. In Deutschland wäre die Summe meiner Recherche nach um ein Vielfaches höher. Die Bundesregierung hat betont, dass Ergebnisse von illegalen Tests, wie im Fall des kleinen Narisch, ungültig sind und dass Medikamente sogar die Zulassung verlieren können, sollte es eindeutige schriftliche Beweise geben. Doch wie sagte der Bundestagsabgeordnete Movasat, Papier ist geduldig. Und so bleibt eher die Hoffnung auf ein generelles Umdenken, damit sich solche tragischen Fälle nicht wiederholen.